Liebe Carolinerinnen und Carolina, heute Tag 36 und ich kann nur sagen, morgen, liebe 12. Klassen, am Samstag, ja, da staunt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, wir öffnen auch Samstag, morgen nehme ich das Chemieabitur. Und dann öffnen wir letztendlich natürlich für euch alle wieder am Montag, dann zum ersten Mal drei Klassenstufen im Haus, die 10., 11. und 12. Klasse. Bitte Ruhe, würde ich sagen, die 12. Klassen schreiben das Geschichtsabitur. Ich glaube, auch das muss funktionieren bei uns im Haus. Und wir haben heute auch nochmal mit den Kurssprechern der 11. Klasse gesessen, denn wir werden ja am Montag dann auch drei Klassenstufen haben, die freiwillig sich zum Testen angemeldet haben. Also auch hier war der Hinweis der 11. Klasse, die Kapazitäten zu erhöhen. Wir haben das heute nochmal angeschaut. Es wird über die Lernlandschaft möglich sein, an drei Plätzen letztendlich das vorzunehmen. Und wenn nicht, dann würden wir natürlich weitere Kapazitäten öffnen. Also nochmal vielen Dank, liebe Schülerinnen und Schüler der 11. Klassen, für diesen Hinweis. Auch der Hinweis mal ganz allgemein, der heute aufgetaucht ist bei den 11. Klassen, ist Notenschluss so, wie es auf der Homepage steht. Am 5. Juni bleibt das so. Ja, die Termine auf der Homepage sollten aktuell sein. Wem etwas auffällt, ruhig melden, ruhig nachfragen. Notenschluss 11. Klasse bleibt, wie gehabt, am 5. Juni. Ja, und insofern haben wir natürlich am Montag diese besondere Eingangssituation. Und da wollen wir euch mal zeigen, wie das ablaufen wird. Hier unser kleiner Film für Montag, damit ihr schon ein bisschen vorbereitet seid. Film ab! Da sind wir wieder. Einlass, denken wir, habt ihr verstanden. Das wird funktionieren. Und heute ist Freitag und Freitag gibt es immer unser Rätsel. Wir haben uns heute mal wieder etwas ausgedacht. Und zwar, um es nicht ganz so schwer zu machen, mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten A, B, C. Und die Frage wird sein, wie viele Schülerinnen und Schüler der zukünftigen 7. Klassen haben sich Stand heute am Gymnasium Carolinum angemeldet für das nächste Schuljahr. Die Aufgabe oder die Fragestellung A wäre, sind es 175 bis 179 Schülerinnen und Schüler, die sich angemeldet haben für die zukünftigen 7. Klassen, oder sind es 180 bis 184 oder sind es 185 bis 190? Ja, das Formular findet ihr wieder auf unserer Internetseite, A, B oder C. Kreuzt an, was ihr für richtig haltet. Die Gewinner verlosen wir wie immer dann am Montag. Und in diesem Sinne, seid gegrüßt und bleibt gesund.